Im dunklen Vorraum der Kirche denken wir über den Satz nach, der uns heute durch den Tag begleiten soll. Der dunkle Vorraum der Kirche, durch den gehen wir hindurch, um dann im Innern der Kirche in das Helle und Weite zu kommen, in Gottes Nähe. Der dunkle Vorraum, der uns daran erinnert, dass wir über uns, über unser Leben nachdenken sollen. Der Satz, der uns heute durch den Tag begleitet, steht im 119. Psalm. Lass deine Barmherzigkeit über mich kommen, damit ich lebe. Der 119. Psalm ist der längste Psalm, der in der Bibel steht. Fast 180 Verse, mehrere Seiten in der Bibel. Aufgebaut ist er wie ein Lehrgedicht, das man auswendig lernen soll. Alphabetisch sortiert sind die Verse. Unser Vers ist mittendrin in dem Absatz, in dem 8 Verse mit dem Buchstaben Jod beginnen, dem kleinsten Buchstaben, der aussieht wie ein Komma. Lass deine Barmherzigkeit über mich kommen, damit ich lebe. Der Psalmbeter setzt sich in unseren Versen damit auseinander, dass er Schweres durchlebt hat. Da sind andere, die auf ihn herabschauen, da sind Stolze. Und er selber hat erfahren, dass er Niederlagen erlebt hat. Und diese Niederlagen, diese Demütigungen, sie sind für ihn heilsam gewesen, weil er gemerkt hat, wie wichtig es ist, auf Gottes Wort zu hören. Aus dem, was ihm widerfahren ist, zieht er eine Lehre für sich und gibt so dem, was geschehen ist, einen Sinn. Lass deine Barmherzigkeit über mich kommen, damit ich lebe. Das hebräische Wort für Barmherzigkeit, da steckt Rechem drin, die Gebärmutter. Lass mich geborgen sein, wie ich im Leib meiner Mutter geborgen war. Wir Menschen brauchen es, dass Gott uns umhüllt, dass er uns schützt und bewahrt, damit wir leben können. Aus eigener Kraft können wir es nicht. Wir sind auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen, wenn wir leben wollen. Und zugleich leben wir aus seiner Zusage. Ich bin bei euch, ich schenke euch mein Wort, meine Weisung, meine Liebe, damit ihr Orientierung habt, damit ihr leben könnt. Amen. Alles ist an Gottes Segen und an seiner Gnad gelegen, über alles Geld und Gut. Wer auf Gott sein Hoffnung setzet, der behält ganz unverletzet einen freien Heldenmut. Der mich bisher hat ernähret und mir manches Glück bescheret, ist und bleibet ewig mein. Der mich wunderbar geführet und noch leitet und regieret, wird fortin mein Helfer sein. Sollt ich mich bemühen um Sachen, die nur Sorg und Unruh machen und ganz unbeständig sind. Nein, ich will nach Gütern ringen, die mir wahre Ruhe bringen, die man in der Welt nicht findet. Hoffnung kann das Herz erquicken, was ich wünsche, wird sich schicken, wenn es meinem Gott gefällt. Meine Seele, Leib und Leben hab ich seiner Gnad ergeben und ihm alles heimgestellt. Soll ich hier noch länger leben, will ich ihm nicht widerstreben, ich verlasse mich auf ihn. Ist doch nichts, das lang besteht, alles ihr
irdische vergehet und fährt wie ein Strom dahin. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, er schenke dir Frieden. Amen.